Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück mit Arthur hier im neuen Lager. Und ich denke, nach diesen ganzen aufreibenden Ereignissen der letzten Tage und Wochen werde ich es jetzt mal ein bisschen langsamer angehen hier im Beaver's Hollow. Erstmal hat Arthur noch gar nicht richtig geschlafen seit langem. Wir werden ihn zumindest mal bis Mittag schlafen lassen. Dann werden wir uns das Lager ein bisschen genauer anschauen. Wir werden ein bisschen Tagebuch lesen und ja, vielleicht ein bisschen die Gegend erkunden und sowas. Also nichts Großes starten. Eine Sache ist allerdings hier machbar, nämlich scheinbar hat Strauss mal wieder irgendeinen Auftrag, möglicherweise mal wieder Schulden eintreiben oder sowas. Ich weiß es nicht. Gut, aber lassen wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Ich denke, bevor wir schlafen gehen, werden wir auch noch mal ein bisschen was essen, weil Arthur sieht jetzt inzwischen richtig abgemagert aus. Na, mal schauen. Hat jemand gerufen? Na los. Lass uns mal kurz gucken, was wir hier mal zu uns nehmen können. Und so ein bisschen hier. Oh mein Gott. Das klingt nicht gut. Aber Arthur, du musst was essen. Komm, nimm noch ein bisschen mehr. Nimm noch ein bisschen Bohnen zu dir. Okay, und jetzt legen wir erstmal pennen. Und wenn wir aufwachen, dann essen wir noch was. Bis zum Mittag, würde ich sagen. 3 Stunden. Wenigstens ein bisschen ausruhen. Ja, okay. Onkel und Jack sind da. Na, gucken wir erstmal uns an, wie sie sich alle eingerichtet haben. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen was von der Suppe ab. Aber Pearson scheint noch nicht fertig zu sein. Hey, big man. I'm worried. I'm really worried. Me too, Uncle. What's going to happen, you know? To everybody. I guess folks is gonna make a choice. Whether they live or die. And you? I don't have that choice no more. I'm just trying to help others see clearly. That's my choice. You're a good man, Arthur Morgan. Good man. Oha, selbst Uncle ist so ratlos. Aber interessant, was Arthur gesagt hat. Er hat die Wahl getroffen, dass er anderen helfen möchte und die Dinge klarer sehen möchte. Quasi an seinem Lebensende irgendwie zu Klarheit zu kommen, das ist offenbar das Ziel. Ja, dann werden wir Arthur dabei helfen, würde ich mal sagen. Schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Javier. Well, here we are. I can't believe that bitch ratted on us. If she was even telling the truth, the girl was crazy. Okay, guess I'll see you later then. You just worry about that cough. Das ist interessant. Arthur hat gesagt, wenn sie es überhaupt gewesen ist. Er glaubt wohl offenbar, dass sie einfach das nur ausgenutzt hat, um irgendwie Stärke zu zeigen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns ein bisschen die Höhle an, oder? Warum eigentlich nicht? Haben wir hier unsere Laterne dabei? Nee, und den Hut können wir auch nicht einfach so wechseln. Das heißt, wir haben kein Leuchtmittel. Aber hier scheint Feuer zu brennen. Ich meinte, die anderen werden sich sicher auch umgeschaut haben, aber wir können das ja auch nochmal tun. Nur mal grob einmal durchgucken. Da oben zum Beispiel, das sieht irgendwie aus, als wären da noch irgendwie interessante Kisten. Na, Kartenspiel dort oben. Aber offenbar nichts von Interesse. Nur Müll. Hier haben die vermutlich irgendwelche Tiere gehalten. Hier auch noch eine Kutsche, die irgendwann mal ausgeraubt wurde. Naja, wir laufen einmal durch und überprüfen die Dinge. Schaden kann es sicher nicht.
Nee, hier scheint nichts zu sein von Interesse. Aber da hinten war ja noch so eine Art Hauptraum, vielleicht dort. Auch hier noch eine Kutsche. Und da hinten, das sind noch so Seitenwege, die aber, glaube ich, dann wieder in den Hauptraum führen, oder? Ha, überall die ausrangierten Kutschen, das ist schon bemerkenswert. Und hier hinten? Na, schaut mal, hier geht's noch weiter, hier noch ein bisschen hoch. Okay, da oben scheint es... Oh, schaut mal, da oben scheint es rauszugehen. Da ist noch ein anderer Ausgang. Man sieht ihn gut. Gut, ich würde sagen, das merken wir uns einfach. Vielleicht wird das nochmal von Nutzen sein. Hier in diesem Moment brauchen wir, glaube ich, da jetzt nicht rausklettern. Haben wir hier alles... Ach, schaut mal, hier ist so ein schöner Sessel. Ist das der Raum, wo sie gefangen war? Wo ist der denn jetzt noch gewesen? Ich habe mich gerade so ein bisschen... Verirrt, glaube ich, oder? Können wir es auf der Karte nochmal sehen? Ne, das muss hier gewesen sein, wo sie gefangen genommen wurde. Na gut. Also, wir gucken uns hier noch einmal um. Da ist tatsächlich noch eine Kiste. Das ist doch interessant. Immerhin was. Was finden wir denn da? Schmuck. Eine Platin-Taschenuhr. Baldrianwurzel. Okay, immerhin hilft uns Baldrian noch. Dead-Eye-Erfahrung benötigen wir eigentlich nicht, aber naja. Nee, Höchstwert ist auch schon erreicht, alles klar. Gut. Mehr scheint hier nicht zu sein. Dann laufen wir zurück raus und gehen mal hinten zu den Damen. So, Dutch und Micah sind hier am Quatschen, so wie es aussieht. Molly, I don't believe it. I should have cut her loose months ago. Well, let's get settled in our new home, I guess. Tja, bei Sonne sieht es doch irgendwie ganz freundlich aus eigentlich, ne? So schlimm ist es nicht. In der Nähe müsste auch dieser tolle Wasserfall sein. You okay, Reverend? Yes. I will say a prayer for Miss O'Shea. Say a prayer for all of us. It fades, and it's a horror what's left. Don't be like that, Miss Grimshaw. I know how you girls laugh at me. I used to laugh at women just like me when I was young and pretty and sure of the world. We don't laugh at you, Miss. You do. And you're right, too. I'm laughable. Pitiable. But it'll happen to you, too. They'll stop looking soon enough, and that glass in your hand won't be Hello. So friendly, neither. Well, maybe I'll get lucky and die first. Yes. Well, get to work. Vanity won't help you, young or old. Oh Mann, die Nerven liegen blank bei allen. Hi, Mary Beth. Back already? Und selbst Miss Grimshaw zeigt sich von ihrer nicht so netten Seite. Gut, sie hatte schon immer sowas, aber das bricht jetzt so richtig raus. Und Pearson beginnt wieder zu trinken. Was mit der Suppe, Pearson? Mach mal was hier. It's over, Mr. Morgan. It's all over. It's over. Perhaps not, Mr. Pearson. What a mess we made of everything. What a sad mess. Still, I got a friend right here. Mm-hmm. And I got plenty more. Oh.
Dormalong John. Who stormy. Ach Mensch, Pearson. Komm, lass dich nicht so gehen. Das ist doch auch keine Lösung jetzt hier. Oh Gott. Nix mit Suppe. Alles verlottert hier. Schau dich mal diese Wagen an. Oh mein Gott. Nun gut. Es ist, wie es ist. So. Was haben wir da unten? Strauss steht irgendwo da hinten. Genießt die Aussicht. Wir sagen mal bei ihm Hallo. Ich bin mal gespannt, ob er uns jetzt wirklich nochmal auf so eine Schuldeneintreiberaktion schickt. Nach allem, was wir bisher erlebt haben. Und vor allem, was daraus geworden ist. Stichwort TBC. Mr. Morgan. Herr Strauss. How are you? About how I look. Okay. Are you, are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. Huh? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called... Well, he's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your... vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Tatsächlich. Also, Mr. Strauss macht hier Business as usual. Da bin ich ja mal gespannt, ob Arthur das auch in der gleichen Art und Weise angehen wird. Wir schauen mal auf die Karte, was jetzt hier so los ist. Also wir haben diese Geschichte mit Strauss. Wir haben unten Sadie, die bereit ist. Wir haben hier den einen Schuldner. Genau. Dann haben wir hier ganz interessant Edith Downs. Ja, die wir das letzte Mal getroffen haben. Ihr wisst, die Mann von dem Kranken. Dann hier eine fremde Person weiter im Norden. Und dann war nachts noch die Geschichte mit dem Erfinder. Also wir haben einiges, was wir hier demnächst noch erledigen können. Auf jeden Fall interessant. Ja, aber wie gesagt, wir schauen uns hier noch ein bisschen weiter um. Da hinten haben sich noch ein paar andere gemütlich gemacht. You okay, Tilly? Molly got what she deserved. Nearly got us all killed. Yeah. She knew the rules. Hm. Okay, also auf jeden Fall scheint die Truppe einigermaßen einverstanden zu sein, außer Karen, die definitiv jetzt hier Susan als Mörderin beschimpft hat. Karen. Oh, hey. How you doing with all this? Drowning my sorrows. Sure, Arthur. Tja, der gleiche Weg wie Pearson. Hi, hi, hey. Hi, Javier. Hey. Arthur. How are you doing? Not great, if I'm honest. I wish I knew what to tell you. Yeah, yeah. So, was hat Susan da mit Dutch? Das ist ja auch nochmal interessant. Oh. I have always been loyal, Dutch. And I shall go on being loyal. But what are we doing here? We need to move and keep moving. We need money. You dumb fool. Money! Or we are dead! We are all dead! I am doing the best I can. Okay.
Also, Dutch verliert jetzt völlig die Kontenance, wie es scheint. Völlig außer sich ist er. So, Leute, und wir... Get lost. Oh, you'll be okay, Arthur. And if you ain't, we'll all miss you. I'll be in hell, Micah. Eagerly awaiting your arrival. I will miss our conversations, Arthur. I really will. I won't. Das ist so eine Situation, da wünschte man, man könnte Micah jetzt mal richtig eine reinziehen. I don't like this place one bit. Oh, Mary Beth ist hier wieder. You wanna talk? Ja. You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? I've been robbing a bunch of people that didn't deserve it. Taking the easy money. My, you have been busy. Well, that's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best in mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Tja, ob das Arthur gelingen wird? Offenbar will er irgendwas ändern, aber er weiß nicht so recht, was und wie. Und natürlich ist er an die Bande irgendwie gebunden. Das ist seine Familie, das sind seine Leute. Okay, Leute, ich will nochmal ins Tagbuch schauen. Das hatte ich angekündigt. Hi, Karen. Wir gehen deshalb mal ein bisschen zur Seite, weil ich will einfach vermeiden, dass wir die Gespräche im Hintergrund hören und möglicherweise angesprochen werden. Wir machen das mal wie andere. Wir gucken ein bisschen hinten über die Landschaft und schauen mal, was Arthur so über die Dinge jetzt der letzten Tage geschrieben hat. Schon wieder ein bisschen her, dass wir das gelesen haben. So, ich glaube, genau, das war das Letzte. Das war noch die Bürgermeistergeschichte. Kieran, der arme Junge aus der O'Driscoll-Bande, den wir in den Bergen verschont haben, ist tot, umgebracht von diesen Bastarden. Er hat mir das Leben gerettet, aber ich habe seins nicht retten können. Sie haben ihm den Kopf abgeschlagen und dann versucht, uns alle umzubringen. Miss Adler hat tapferer gekämpft als wir alle. Sie wird von etwas Mächtigem angetrieben, das ich kaum begreife. Ich vermute, die Liebe hat ihr diese Kraft gegeben. Ich fühle mich wie ein Tier, wenn ich hier draußen im Schlamm hause. An diesem Ort kriege ich eine Gänsehaut. Ruhe und Frieden, Kieran. Tja, Miss Adler wird von Liebe angetrieben. Liebe zu ihrem Ex-Mann, vielleicht, den sie rächen möchte. Ist das, was Arthur dort meint? Offenbar hatten diejenigen unter uns recht, die Angela Bronte für eine Schlange im Anzug gehalten haben. Und wer auch immer gedacht hat, er sei ein edler Dieb, der uns aus der Güte seines Herzens helfen will, hat sich geirrt. Der Bastard hat uns in der Stadt in eine Falle laufen lassen, hat uns losgeschickt, um eine Straßenbahnstation auszurauben. Kein Geld da, aber die gesamte Polizeitruppe hat auf uns gewartet. Dutch hat es fast erwischt. Lenny hat gut gekämpft und uns gerettet. Der Junge ist wirklich ein harter Kämpfer. Dutch arbeitet an einem großen Fluchtplan für uns alle. Alles, was wir anpacken, scheint nur Ärger einzubringen. Ich hoffe, wir kommen hier wenigstens lebend raus. Ja, das ist alles noch vor Guama, vor der Bank. Also, oh, ich bin gespannt, was er darüber zu schreiben hat. Im Moment ist das allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Dutch tobt wegen Brontes Verrat oder Hinterlist oder was immer das war. Dutch lässt sich nicht gerne lächerlich machen. Selbst Micah mit all seinen Sticheleien und Provokationen ist bei Dutch sehr vorsichtig. Ich möchte jetzt lieber nicht Bronte heißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dutch ihm das durchgehen lässt.
Wir sind losgezogen, um Angela Bonte eine Lektion zu erteilen. Er hat auch wirklich was gelernt dabei, nämlich, dass Alligatoren ziemlich bösartig sein können. Dutch ist hin und her gerissen zwischen seinen Fluchtträumereien und seinem Drang, etwas zu beweisen, was auch immer. Keine Ahnung was. Ich bin nicht sicher, ob er das selbst überhaupt weiß. Er will, dass wir ein letztes Mal groß abkassieren. Dollarzeichen. Und uns dann nach Tahiti absetzen und zur Ruhe setzen als Farmer. Wo zur Hölle liegt Tahiti? Zumindest vermute ich, dass es dort keine Pinkertons gibt. Die ganzen Jahre haben wir davon geträumt, als Rancher draußen in den unberührten Weiten des Westens zu leben. Jetzt sind es also Bananen und Kokosnüsse und lange Schiffsreisen. Aber ich nehme an, wo auch immer ein Zug hinkommt, da kommen auch Gesetzeshüter hin. Dutch hat vermutlich recht, dieses Land will keine Leute mehr wie uns. Von Küste zu Küste wird dieses Land immer gesetzestreuer und anständiger und eingelullter und steifer, bis sich die Leute selbst in ein festgefrorenes Nichts verwandelt haben. Die Menschen in dieser Stadt sind schlimmer als die übelsten Revolverhelden. Die schießen einem in den Rücken und lassen ihn dann noch selbst für seine Beerdigung bezahlen. Die bewerfen andere mit Scheiße, nur so zum Spaß. Die stolzieren an den Verlorenen und Verhungernden vorbei, als ob sie Luft sind. Ich fühle mich dauernd krank, aber das ist mit Sicherheit bloß dieser verdammte Sumpf. Alles unnatürlich. Adio Bronte steht da? Ja, tatsächlich. Oh, das ist nochmal die Vorstellung. Die Vorstellung war interessant, um es mal so auszudrücken, und furchtbar, aber ich habe mein Geld bekommen. Der alte Erpresser Lemieux wurde von seinem eigenen Assistenten bedroht, einem Kerl namens John Mark, glaube ich. Hab ihn nie sonderlich gemocht, also gehe ich auf die Jagd nach diesem John Mark, denn der glaubt edlerweise an Wahrheit und Aufrichtigkeit und kann die Lügen seines Bosses nicht ausstehen. Ich habe den Auftrag, ihn umzubringen. Ich kann das nicht tun. John Mark ist eine Nervensäge, aber der Bürgermeister ist noch schlimmer. Er verkörpert alles, was böse ist, an den Leuten, die über uns herrschen. Und es ist auch nicht meine Sache, also lasse ich ihn leben. Sollen sie das gefälligst unter sich ausmachen? Ich habe wohl die Schnauze voll von Politik. Okay. Oh, Hosea und Lenny. Herr im Himmel, was für eine Katastrophe. Alles, der Banküberfall, den wir so sorgfältig geplant hatten, war eine verfluchte Falle. Hosea wurde getötet, Lenny haben sie den Kopf weggeschossen, Marston wurde verhaftet und wartet auf seinen Prozess. Wir haben fliegen können, sind an Bord eines Schiffes gegangen und mitten in einen Sturm gesegelt. Dann ist das Schiff gesunken. Das Ganze ist wie ein Traum, wie der Albtraum eines Trottels. Ich habe all das überlebt, trieb schiffbrüchig auf dem Meer und wurde auf einer Insel namens Guama an Land gespült. Wie es auch immer auf Tahiti sein mag, ich hoffe, es ist nicht annähernd so wie auf Guama. Ein widerlicher Bastard namens Fusa und der Joch das Volk. Es endete damit, dass wir gegen eine ganze verdammte Armee kämpfen mussten. Javier ist fast draufgegangen. Ich auch. Wir haben ein paar anständige Leute kennengelernt, tapfere Menschen, die in einem Höllenland leben. Wir sind mit einem Schiff entkommen, im letzten Moment nach einer wirklich üblen Schießerei. Ich kenne kaum jemanden, der es mehr verdient, umgebracht zu werden, als Fussar, dieses Stück Scheiße. Bei unserer Rückkehr haben wir die Bande wiedergefunden, oder zumindest die von ihnen, die noch leben. Aber innerhalb weniger Stunden hatten auch die Pinkertons uns alle aufgespürt. Der alte Agent Milton will uns alle tot sehen, und trotzdem haben wir irgendwie überlebt und planen jetzt eine weitere Flucht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Das Ganze war für uns alle ziemlich schwer, aber am schlimmsten für Dutch. Was wir durchgemacht haben, hat ihn scheinbar halb verrückt gemacht. Steht das H hier nochmal für Hosea? Das heißt nicht John Mark, der Name ist Jean Mark, du Idiot. Und er ist jetzt Bürgermeister. Klingt doch gut, finde ich. Lemieux ist erledigt. Ja, alles klar. Ich hatte es ja das letzte Mal schon vermutet. Es hat sich herausgestellt, dass ich nicht gesund bin. Ich habe Tuberkulose. Der Arzt hat nicht sagen können, wie lange ich noch zu leben habe. All die Kugeln, die ich abgekriegt habe, all die Stürze vom Pferd, all die Kämpfe. Und was bringt mich um? Dass ich diesen jämmerlichen kleinen Downs verprügelt habe. Nehme ich zumindest an, denn er war der einzige Kranke, dem ich so nah gekommen bin. Er hat um Gnade gewinselt, ich habe ihn zusammengeschlagen und er ist gestorben. Und jetzt sterbe ich auch. So ist das im Leben. Natürlich geht mir jetzt alles durch den Kopf.
dieser Mönch und die Nonne, Dawns Witwe, Abigail, Mary, Dutch, wie ich ihn damals kennengelernt habe, Hosea, mein toter Pa, dieser nutzlose Bastard, die ganzen Leute und was für ein Mann war ich? Was für ein Mann bin ich? In was für einer Welt leben wir? In einem Land des Zorns oder an einem Ort der Liebe? Bin ich bereit für die ewige Verdammnis? Gibt es noch irgendeine Chance, mich zu erretten? Sind das alles Märchen? Im Menschen steckt nicht viel Gutes. In mir steckt gar nichts Gutes. Glaub ich, und trotzdem sehe ich das Gute. Wenn auch nicht in mir, sehe ich es doch in guten Menschen, in Abigail und ihrer Liebe zu Jack, in diesem albernen Mönch, auch in Dawns wohl, wie er bettelte, nicht für sich selbst, sondern für die Armen, obwohl er selbst am Hungertuch genagt hat. Vielleicht will ich gar nicht errettet werden. Ein Teil von mir hat sich immer nach dem Tod gesehen. Tja, nun kriege ich, was ich gewollt habe, nehme ich an. Molly hat uns verraten. Dutch hat ihr das Herz gebrochen, also hat sie uns verraten. Das erklärt wohl, wie die Pinkertons uns so leicht finden konnten. Die Liebe bringt uns dazu, komische Sachen zu tun, noch komischere als der Hass. Sie ist hier aufgetaucht, betrunken und laut und hat uns das alles erzählt. Sie war so bedauernswert, dass ich sie hab verschonen wollen, aber Miss Grimshaw hat ihr kurzerhand eine Kugel verpasst. Ich nehme an, das war richtig so und dass wir keine Wahl hatten. Das war in unserem neuen Lager hoch oben in einem widerlichen Landstrich Ödland oder zumindest so öde, wie es so weit im Osten geht. Unser Versteck hat bis vor kurzem einer Mörderbande gehört. Sie nennen sich die Muffreys oder so. Wir haben ein paar von ihnen umgelegt, aber rundum in den Wäldern lauern noch mehr. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis uns die Gesetzeshüter oder die Pinkertons auch hier finden. Ich hoffe nur, wir können eine Weile unseren Vorsprung vor ihnen halten oder sogar ausbauen. Tja, und das war's. Sehr interessant, was Arthur so denkt über seine Situation. Er schreibt sehr viel offener auch und sehr viel reflektierter. Okay. Wir lassen ihn hier mal wieder allein und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.